Unfassbar. Während österreichische Familien wegen der Teuerung jeden Cent zweimal umdrehen müssen, bekommen Flüchtlinge den Luxus abermals hinterhergeworfen. Wie jetzt bekannt wurde, bekommen Asylsuchende Ausgaben der Heute-Zeitung, ohne dafür bezahlen zu müssen. Unser Lesereporter Herbert K. schickte der Redaktion vorab Beweisfotos von einer U-Bahn-Station nahe eines Flüchtlingsheims. Zu sehen ist ein prall gefüllter Heute-Ständer, der nicht einmal verschlossen ist. Laut K. kommt ein Asylwerber nach dem nächsten vorbei und entnimmt ein, manchmal sogar zwei oder drei Exemplare. Integrationsexperten kritisieren die kostenlose Verfügbarkeit der Gratiszeitung scharf. Asylsuchende müssten in die Gesellschaft integriert werden und Deutsch lernen. Das beides würde aber nicht gelingen, würden sie jeden Tag nur die Heute-Zeitung lesen.